Oh. Dispatch, I'm shot. Lange, lange Zeit ist es mal wieder her, eine neue SBFA-Folge und da bin ich auch mal wieder. Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SBFA. Wir spielen heute mal wieder als LAPD Officer und das habt ihr jetzt seit 2 Monaten nicht mehr gehört, ich weiß. Und ja, wir fahren heute mit einem schönen Ford Crown Victoria hier schon im Regen, in der Uhr. Das ist der Wagen von Guti von My Modifications Discord. Wir gehen dann hier auch schon mal in 1041-108 und gehen dann auch schon mal hier auf Streife. Da wurde gerade ein Schatz Fire gerade gemeldet. 1043. Da fahren wir auf jeden Fall hier meinen Code 3 mal hin. Gerade, oh nein, das ist unten hier im Ganggebiet. Da sollen wir auf jeden Fall mal aufpassen, weil da sind ganz schön viele Gangmember, die uns da schön die Hölle heiß machen können. Aufpassen. So, da sollten wir jetzt auch mal sein. So, guten Tag, was geht denn hier? So, was geht denn hier gerade ab? Okay, sie hat einen lauten Bang gerade gehört, ein paar Minuten zuvor. Und sie ist jetzt gerade etwas geschockt davon. Okay, was war das denn für ein Bang-Sound? Das war, okay, es hat sich so angehört wie eine Pistole, die sich angehört wie, als wenn sie abgefeuert werden würde. Und da ist sie sich auch ziemlich sicher. Fein. Okay, sie soll auf jeden Fall in ihrem, halt, in ihrem Haushalt bleiben, weil da ist es halt am sichersten. Und ja, danke schon, Officer, Sie sind zu nett. Ja, das bin ich. Okay, der Dispatcher sagt uns gerade, dass wohl die Person da vorne wohl gesichtet wurde in den Kanal. Also im Kanal? Ich weiß gar nicht. Ja, da höre ich auf jeden Fall. 6722, requesting code 3 backup. I'm hearing shots fired. Ja, da schießt auf jeden Fall eine Person. Ich kann sie aber noch nicht sehen. Da kann ich sie schon sehen? Nee, ich kann sie nicht sehen. Doch, hinter mir schießt die. Ey, ey, ey. I need backup. Shots fired. Wo ist der? Sehe ihn nicht. Da unten ist er. Nein, stehen beim. Stop traffic. Whoa. Dispatch, I'm shot. Dispatch, I'm hit. Oh, ich hab gar keinen Schuss mehr. Scheiße. SXM22, we got 1044 suspect down, requesting a paramedic to Autopia Parkway, Davis Metroplex Center, northbound. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall schon mal die Waffe mal einsammeln von dem. So, da haben wir ihn. Show me not available. Ich kann dann jetzt nur noch an die Kollegen hier abgeben. Weil das ist jetzt nicht mal mein Aufgabengebiet. Okay, anscheinend doch. Von wo denn? Ich habe gerade Gunshots gerade gehört. Oh. 622 in route. Da haben wir wohl gerade einen Officer, der gerade unsere Unterstützung gerade braucht, vom Ambient AI Callouts. Sind sie da von einem Ambient AI Callout? Oh, da vorne ist. Suspect is inside. Ja, der ist direkt da vorne. Affirmative. 1144 is suspect down again. Okay, das ist auf jeden Fall down. 6722 requesting a paramedic on Davis Avenue, Davis, westbound of Metro Los Santos. 6722, I need a paramedic.
Und by the way, wenn ihr so einen schönen Paramedic-Skinny haben wollt, vom Los Angeles Police Department, dann könnt ihr auch einfach den von mir auch downloaden, weil das ist nämlich mein Skin, den ich hier gemacht habe für das Fahrzeug. So, meine Freunde, da haben wir wohl gerade eine Person, die wohl zu viele Drogen gerade genommen hat oder wahrscheinlich auch zu viele Medikamente. Was ist gerade ein Drug Overdose? Also, der Körper kommt halt einfach nicht mit den Substanzen da klar. Versuchen wir mal direkt. Hallo, Pato. Da versuchen wir gerade einmal einfach mal zu checken, ob es der Person noch ganz gut geht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät, dass das alles noch hier hinhaut. Kann denn die Person sein? Hier schon, ne? Ein Zeichen, was gibt. So. So, guten Tag. Also, was denn hier so passiert? Zuerst mal ein Paramedic direkt. So, was denn so passiert? Okay, also er ist einfach hier entlang gelaufen und hat diese Lady da gerade auf dem Boden gerade liegen gesehen. Okay, atmet sie denn immer noch? Okay, da sind nur ein paar Blasen aus ihrem Mund gerade rausgekommen. Halt, also anscheinend atmet sie ja noch. Ja, sie ist wahrscheinlich durch eine Drogenüberdosis einfach hingefallen. Weiß halt nicht. Ich guck mal. Ob es ja noch ganz gut geht. Ja, okay, das muss die Paramedics hier machen. Ja, sie lebt auf jeden Fall. Das sieht man. Ey! Hier geblieben! LAPD! Was ist gerade passiert? Bruder, was... Hallo! Das ist so... Willkommen in LSBFA, ey. Oh man. Why we even show up? So, meine Freunde, da haben wir wohl gerade eine Verfolgungsjagd von einem Suspect, das wohl gerade bewaffnet ist, aber gerade vor der Polizei gerade flieht. Und das ist das Police Department. Da vorne sehe ich schon die Person. Achtung. Der wird auch den schönen Sportplan betreuen von Beauty. What? 10-4 taking secondary. 10-4 taking primary. Hier geblieben. LAPD. Oh shit, oh shit. 10:50, 10:50, suspect still running. Oh, da ist mir gerade einer dran reingefahren. So, LAPD! Hände nach oben und aus dem Fahrzeug raus, sofort! Auf dem Boden! Die Hände raus, auch aus dem Fahrzeug raus! Oh, aufpassen! LAPD, so der nächste hinten links aus dem Fahrzeug raus. Einen nach oben. Auf dem Boden. Schön gemacht, ey. Wir waren aber ganz schön hart bewaffnet hier. Die Typen. Bruder. Hier. One Vehicle und dann nochmal ein One Vehicle. Machen wir hier mal ein Vehicle Checkup. Okay, also die sind alle gesucht, bis auf Smoke hier. Mary Smoke. Der nicht. Okay. Also Mary Smoke kann dann gehen, weil die anderen waren alle nicht der Fahrer. Bei Overstreet ist nämlich gefahren, der bekommt nämlich eine längere Haftstrafe. Ja, okay.
So, guten Tag, Kolleginnen. Die werden dann hier erstmal schon abgeführt. Ich kann das Fahrzeug eigentlich schon mal abstempeln lassen. So, und damit wäre dann auch alles hier mal schnell erledigt. Perfekt. So, meine lieben Freunde, das war's dann aber auch mit der heutigen LSBFA-Folge. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr doll gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Leute.